Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus dem TSW4 mit einem etwas anderen und neuen Videoformat. Ihr seht, der Zug fährt etwas schneller aus als gewohnt. Das liegt daran, dass das Ganze hier in vierfacher Geschwindigkeit läuft. Wir haben nämlich hier mal einen Zeitraffer, den ich euch mitgebracht habe vom Kölner Hauptbahnhof aus dem New Journeys Fahrplan. Mal so als kleines neues Videoformat. Und mich würde natürlich sehr interessieren, was ihr so davon haltet, von diesem Videoformat. Was so euer Feedback dazu ist und ob ihr gerne mehr dazu sehen wollen würdet, aber dazu dann gleich mehr. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal an, was wir hier so haben. Das Ganze läuft in vierfacher Geschwindigkeit dank der God Mode. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an den guten Fubian für die God Mode. Wir stehen gerade an der Stelle, dass hinter uns die Hohenzollernbrücke ist, vor uns der Kölner Hauptbahnhof, links noch der Kölner Dom angedeutet. Also aus Richtung Hohenzollernbrücke auf den Bahnhof guckend. Wir sehen auch schon ICE, der gerade ausfährt. Dosto da links, der vermutlich RE1, der dort steht. S-Bahnen, also auf jeden Fall ordentlich was los. Nur keine Güterzüge, die hier lang rauschen. Passiert auch in Realität recht selten, zumindest tagsüber, dass hier tatsächlich Güterzüge langfahren. Es passiert manchmal, allerdings tatsächlich, also ich habe es auch schon in Realität gesehen, aber ja, gerade tagsüber sehr, sehr selten und ich glaube auch im New Journeys Fahrplan glaube ich nicht, dass es passiert. So, 424 fährt gerade aus. Und dann die 425 hinterher. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Hanna für die 424 Mod. Das Ganze sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ich finde auch das Design der 424er mittlerweile wirklich sehr schön. Also mir gefällt die Lackierung sehr. Ich finde, es sieht sehr modern aus. Und die Dostos fahren auch aus. Von der 146 geschoben. Dann wechseln wir einmal die Perspektive nach oben. Gucken jetzt von der anderen Richtung auf den Bahnhof drauf. Haben uns auch, ja, unsere Drohne genommen, die einmal in die Luft geschickt. Und schauen, was wir von hier aus so alles sehen können. Da rechts ist noch eine V60 abgestellt auf diesen Gleisen. Ich weiß gar nicht, was dort in Realität rumsteht. Also, ich glaube, richtig planmäßig Züge halten, naja, eigentlich nicht. Vermutlich ist das wirklich eine V60, die dort abgestellt ist in Realität. Wenn ich das nächste Mal in Köln bin, dann achte ich mal drauf. Natürlich wären hier noch viel, viel mehr Fahrgäste. Der Bahnhof ist gerade zu dieser nachmittaglichen Zeit brechend voll. Ist ja auch irgendwie klar, Köln ist ja einer der vier deutschen Millionenstädte. Neben Berlin, Frankfurt und Hamburg. Nee, nicht Hamburg, München. Da ist noch die 422 ausgefahren bzw. eingefahren als S6, die ja normalerweise im New Journeys Fahrplan mit einer 423 fährt. Allerdings gibt es da die Mod vom guten Taskplace, wo die 423 mit der 422 ersetzt wird, wie auch in Realität. Da fährt ja auch die auf der Linie S6 die 422. Aktuell auch nicht übrigens in Realität auf der vollen Länge unterwegs, weil es da mal einen Hangrutsch gab. Irgendwo hinter Düsseldorf, sodass die S6 vermutlich noch bis nächstes Jahr nicht komplett durchfahren wird. So, ich würde sagen, den lassen wir ausfahren, dann wechseln wir nochmal die Perspektive. Und zwar hier zu Köln-Hansaring. Da sehen wir, wie die S-Bahn einfährt. Und die nächste direkt hinterher. Man kann auf jeden Fall in so einem Zeitraffer sehr gut erkennen, wie viel dann doch tatsächlich an so einem Fahrplan los ist. Und beim New Journeys Fahrplan, zumindest was die S-Bahn angeht, ist da schon ordentlich was zu sehen. Klar, das ist aber noch nicht ansatzweise die Realität, weil
Na, der IC1 fehlt, es fehlen die ganzen anderen Fahrzeuge, die wir gar nicht erst im TSV haben. Und so weiter und so fort. Hier die Eurocities fehlen. Und so weiter. Ne? Das ist alles leider nicht drin. Aber es wird ja ein Fahrplan-Mod gebaut. Keine Mod, offizielles Fahrplanprojekt für Köln-Aachen. Und dann können wir das Ganze hier nochmal wiederholen. Apropos wiederholen, mich würde natürlich an dieser Stelle interessieren, wie hat euch jetzt dieses Format so gefallen? Würdet ihr gerne mehr von sowas sehen? Wenn ja, welche Strecke, welchen Bahnhof würdet ihr gerne mal sehen in so einem Zeitraffer? Und was ihr sonst noch so an Feedback habt, gerne mal einfach alles in die Kommentare rein und ich guck mal, was ich daraus so machen kann. Auch sowas so zur Videolänge, das sind ja jetzt gut 7,5 Minuten. Würdet ihr gerne sowas länger noch haben wollen? Kürzer? Nur aus einer Perspektive, aus mehreren Perspektiven gefilmt? Was ist da so euer Ansinnen? Wie gefällt euch das Ganze? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare rein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das ist ja auch für mich das erste Mal, dass ich so einen Zeitraffer hier mal einbaue. Und bin da auf euer Feedback gespannt. So, da vorne steht, glaube ich, noch ein Intercity. Der muss auch noch ausfahren. Und dann machen wir für heute Schicht. 424 fährt noch ein. Ja. Ne? Also, so viel mal dazu zum Zeitraffer hier aus Köln. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, fürs Zuschauen. Und wie gesagt, wollt ihr mehr davon oder nicht? Lasst es mich gerne wissen. Alles Gute, alles Liebe. Wir lassen noch den Intercity ausfahren und danach würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.